Hallo liebe VfB-Fans zu Hause, auch heute, wie jeden Tag, ein Video von uns aus dem Trainingslager des VfB Stuttgart hier im Chiemgau. Heute mal ein anderes Setting. Ich stehe hier im Presseraum, wo die ganzen Presserunden stattfinden, mit dem Präsidenten, mit den Spielern. Wir hatten hier gerade Timo Baumgartl zu Gast. Da lest ihr bald auf unseren Seiten eine Geschichte über den jungen Abwehrspieler des VfB Stuttgart, der seit 2011 das Trikot mit dem Brustring trägt. Und auch das kann ich schon verraten, er hatte nachher noch ein bisschen Zeit für uns. Und ist nächste Woche in der Auftaktsendung unseres Mein VfB-Podcasts zu Gast. Sehr spannendes Gespräch gewesen, freut euch schon mal drauf. Auf dem Platz heute gab es heute Morgen nur was zu sehen. Heute Nachmittag hat die Mannschaft sich in den Kraftraum zurückgezogen, trainiert dort unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aber also an den körperlichen Defiziten sollte es sie noch geben. Auf dem Platz heute Morgen, knackige Einheit, Spielform, war viel los, ordentlich Druck drin. Immer wieder korrigiert von Korkut, der dreisprachig eingreift. Und auch ganz schön, Christian Gentner ist zurück. Er war auf der Anlage, hat erste Laufeinheit gemacht, dann mit Tobi Unger, dem Athletiktrainer, noch ein bisschen eine kleine leichte Balleinheit. Mal gucken, wann es für den Kapitän wieder zurück ins Mannschaftstraining geht. Er und Santiago Ascasiba und Holger Bartstuber, diese drei trainieren gerade in der Welt. Alle anderen, die so leichte Blessuren hatten, Chatak Akolo, Borna Sosa, die waren zurück. Auch Daniel Didavi haben heute alle voll mitgemischt. Morgen früh geht es dann in Grassau weiter mit zwei weiteren Trainingseinheiten am Abend zuvor, also sprich heute Abend steht noch der Fanabend an. Da freuen sich die hier sind noch, die kriegen die Mannschaft heute Abend zu sehen im Vereinsheim vom ASV Grassau. Wird da zwei Stunden lang ein bisschen geklönt. Wir melden uns morgen wieder.